Hallöchen. Ja, ihr seht's hier jetzt. So wird das wohl aussehen, wenn ich das verschicke. 100% Kreativität. Das ist das Päckchen, was DIY-Tienchen von mir bekommen hat. Wir machen jetzt wieder, mach was draus, sozusagen. Oder was machen wir draus? Und ja, das liegt hier. Also, ich habe das ja diesmal. Also, zuerst hat der Tienchen angefangen, hat mir was geschickt. Das kann ich ja mal oben verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Was wir da gebastelt haben oder was ich gebastelt habe und sie dann. Sieht man auch im Video. Und ich musste ihr natürlich dann auch ein Päckchen packen. Und ja, das habe ich schon vor fast 2 Wochen, glaube ich, gemacht. Ja, oder anderthalb. Und sie hatte auf jeden Fall auch schon und hatte auch schon damit gebastelt, aber ich nicht. Und jetzt dachte ich, naja, bevor ich jetzt hier Weihnachten rum ist, muss ich das natürlich auch schnell mal noch machen. Also so sah das aus. Ist ein bisschen dickelig, weil ich natürlich mir Gedanken gemacht habe, auch was wir dann wieder verpacken. Beim nächsten Mal wird es sicherlich nicht so groß werden. Also hoffe ich mal, weil also ich habe ja gedacht, wir verpacken dann nicht jedes Mal was, das kann sich ja jeder dann selber überlegen. Also da ist drinne eine Kerze, die habe ich schon ganz lange. Da hatte ich zufällig zwei, die sind von IKEA, ist ein Tannenzapfen. Passt ja noch ganz gut zu Weihnachten. Dann habe ich hier bei, ich glaube bei Rossmann, fand ich irgendwie ganz süß. Also das ist so eine Rum-Sahne-Toffee-Schokolade. Mal, ich das mal aus dem Bild. Und dann habe ich gedacht, ich weiß, dass sie selten mit Graupappe arbeitet, aber ich ja. Und habe ich ihr also ein Stück Graupappe. Dann habe ich hier, das ist dieser eine Prägefolder von Action, ein Schneeflöckchen. Dann Papier, einmal weiß. Und einmal grün, das ist alles von Stampin' Up hoch und ein Streifen Designpapier. Also diesmal ein bisschen mehr, weil also mein Plan war, ich habe eigentlich keinen Plan, außer dass ich das natürlich verpacken will mit der Graupappe irgendwie, ne? Und dann habe ich hier diverse Sachen ausgestanzt. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen Fülle. Also, weil das habe ich noch nicht verwendet, das sind die Stanzen von Sampeln ab, dieses eine Set mit den Handschuhen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon im Ausverkauf, aber war nicht reduziert oder so. Aber ich habe das ja schon gehabt von vorher. Also die Ben Tex, dann ein Stück Band, das passt halt zu dem rosanen Holzelemente, ein Tag und ein Schildchen. Und waren das echt nur zwei Schneeflocken, ein Kreis? Ich hätte echt schwören können, dass ich drei ausgestanzt habe. Naja, gut. Also das ist jetzt so das, was ich jetzt verbasteln muss. Ja. Also klar wird irgendwie eine Verpackung werden. Habe ich vielleicht ein bisschen viel Tags, aber naja, müssen wir mal sehen. Also ich überlege mir jetzt da mal was und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Hübschen. Ich habe das wie immer gemacht, wie ich das halt mache. Ich habe mir mein Objekt ausgemessen und habe danach Pappen zugeschnitten. Ich glaube aber, den hier habe ich zu knapp bemessen. Ich habe halt ganz knapp hier. Wir messen, dass es 6,5 sind. Hier habe ich ansonsten 7,5 für die Breite oder Dicke berechnet. Aber ich hatte auch nicht mehr so viel Pappe. Ich dachte halt auch eigentlich, dass ich eine richtige Schachtel mache, aber dafür reicht die Pappe nicht. Habe ich gleich bemessen. Und ja, jetzt habe ich es halt so gemacht, wie es ist. Ich sag euch, die Bienenstücken sind 7,5 mal 10, also die Bienengrößeren. Und der ist hier jetzt 6,5 mal 7,5. Aber ich würde ihn wahrscheinlich, damit das mehr Platz innen drin hat, eher auf 7 mal 7,5 oder sogar auf 7,5 mal 7,5. Also da müsst ihr mal gucken. Wir gucken jetzt mal am Ende, was rauskommt. Ich habe jetzt hier natürlich meine Buchpappen mit doppelseitigem Klebeband verwendet. Ihr könnt auch Teppichklebeband nehmen. Dann habe ich hier relativ dicke Buchpappe. Deshalb habe ich hier so einen großen Abstand gelassen. Das ist, glaube ich, steht hier immer drauf. Das Werkzeug habe ich auch unten verlinkt. Steht jetzt hier ja nicht drauf, aber es sind wahrscheinlich 2 cm. Das ist wichtig, dass hier Platz dazwischen ist, damit euch das nicht reißt. Naja, wie auch immer, hier habe ich es schon angeklebt. Ich lege mir dann hier mein Stöckchen dazwischen sozusagen und setze das hier einfach schön an. Die Pappe, Quatsch, den Designpapierstreifen, der ist 10 cm breit. Den halte ich ein bisschen zugeschnitten, damit ich noch was übrig habe, falls ich noch was anderes machen möchte. Ich verwende natürlich diese Seite, ist ja klar. Dann versehe ich mir jetzt, na, wo ist es denn hin?
den Rest hier unten mit Klebeband. Das machen wir, wie wir das immer machen. Da könnt ihr mir bei zuschauen. Ich mache aber ein bisschen schneller. So, nachdem ich alles mit Klebeband versehen habe und gefalzt habe, schneide ich jetzt immer an den Ecken bis zu dem Falzkreuz. Also da muss noch ein Stück an den Ecken drüber stehen, sonst wird eure Ecke nicht richtig eingeschlagen. Ansonsten solltet ihr darauf achten, da erkläre ich das nochmal, dass das Papier nicht zu dick ist, weil sonst besteht die Gefahr, dass es reißt. Damit ich nicht so viel schneiden muss, zeige ich euch das jetzt trotzdem mal. Also ich habe natürlich hier meine Verpackung und jetzt möchte ich ja innen drinne hier so eine Schachtel einkleben, also ohne Deckel. Und diese Schachtel, das zeigt mir wie immer ausgemessen. Da braucht ihr ein Papier jetzt, was 20,5 x 22,5 ist. Und das falze ich jetzt rundherum bei 6,5 und klebe zusammen. Eigentlich wollte ich das in der Farbe machen, aber irgendwie habe ich dann ja kein Grün mehr übrig. Und ich dachte mir, ach, wenn ich mich verhaue oder so. Und ich habe sowieso ja so viel Weiß hier. Ich glaube, das Grün werde ich eher nehmen, um das hier zu verpacken. Mal schauen. Jedenfalls nehme ich jetzt Weiß. Und ich habe hier mein Stück und falze das jetzt rundherum und klebe das zusammen. Also das Papier falze ich jetzt rundherum bei 6,5 cm. Wenn ihr das höher haben wollt, damit das ein bisschen besser zuhält, nehmt halt 7,5. Aber dementsprechend müsst ihr auch das Papier größer zuschneiden. So, jetzt schneide ich wie immer die Falzkanten ein, das mache ich hier mal im Windmühlen oder Uhrzeigersinn, immer die rechte Falzlasche und ich schneide die Falzlasche, das kennt ihr schon von mir, raus, dass so ein kleiner Millimeterchen zwischen den Papieren ist. Dann schräge ich überall die oberen Kanten an und klebe alle zusammen. Beim Zusammenkleben ist es natürlich wichtig, dass ihr schön, so wie ich da, das auf die Kante klebt. Also nicht über die Kante, aber auch nicht neben die Kante, sondern dass es richtig schön aufeinander sitzt, weil sonst wird eure Box zu groß für die Pappe. So, nochmal ein kleiner Test. Ja, passt drin. Also wie gesagt, die Schachtel könnte auch kleiner sein. Ihr seht es an rechts und links noch ein bisschen Platz. Ja, jetzt verkleide ich das Ganze so ein bisschen, natürlich nur den oberen Teil, weil wir kleben unten und die Seite an der Box fest. Dafür versehe ich alles mit doppelseitigem Klebeband. Ich habe hier das von Craftelier und zusätzlich verwende ich aber auch noch Flüssigkleber. Hier schneide ich mir jetzt mein Papier für den Deckel zu, also für den Innendeckel. Das wird auch nochmal geprägt nachher mit der Standschablone von Action. Da könnt ihr aber auch einen Prägefolder nehmen oder ihr lasst das einfach glatt. Ja, wie gesagt, alles versehe ich mit Klebeband, weil immer, wenn ein bisschen mehr Zug ist, dann arbeite ich immer in der Kombination aus Klebeband und Kleber, weil häufig hält eins von beiden nicht. Ja, hier seht ihr nochmal kurz den Prägefolder, was ich erzählt habe. So, hier seht ihr jetzt, wie ich eben zusätzlich noch Kleber aufbringe um das Klebeband. Ansonsten ist dieses Cardstock-Teil ein bisschen zu groß und außerdem solltet ihr, bevor ihr das aufklebt, ich verschließe die Box ja mit Band, das Band anbringen. Das habe ich nämlich vergessen. Da muss ich mir jetzt das einfallen lassen. Aber bevor ihr Box und Cardstock aufklebt, bitte das Band anbringen. Das habe ich jetzt hinterher gemacht. Ihr werdet es gleich sehen, das wird lustig. Und ja, ansonsten passiert da, glaube ich, nicht mehr viel. Naja, doch, man sieht halt, wie ich die Box aufklebe. Und ihr seht eben da, dass es auch recht eng ist. Also vielleicht wäre es geschickter, die Pappe etwas breiter zu wählen, also vielleicht um 0,5 cm, dann passt das, habt da nicht so Schwierigkeiten, das aufzukleben, wenn es ein bisschen schief ist oder so. Naja, ihr seht jetzt hier, wie ich nachträglich das Band unter die Box anklebe, oben, das wird nicht mehr, da
lasse ich mir gleich was anderes einfallen. Aber natürlich ist es viel schöner, erstmal die Kerze in das rosa Seidenpapier einzuwickeln und einzupacken. So, jetzt geht das hier erstmal noch ein bisschen an die Deko und Stempelei. Ich habe da diesen schönen Zweig für mich entdeckt aus dem Set von Stampin' Up. Zum Schluss zeige ich nochmal alle Sets, die ich verwendet habe. Und ja, da habe ich mir jetzt den Kreis, da war ja auch ein Kreis drin, den ich ausgestanzt hatte. Und auch den Tag, die versehe ich mir jetzt alle mit diesem schönen Zweig und auch mit einem Schriftzug. Und dieser Kreis, den verwende ich jetzt dann, um nachträglich mein Band an den oberen Deckel anzubringen. Und ja, ich dekoriere dann so ein bisschen rum, das werdet ihr sehen. Und zwischendrin melde ich mich dann wieder, wenn es was kompliziertere gibt. Ja, also hier seht ihr einfach, wie ich den Tag zusammenklebe, das ist hervorgegeben. Ich weiß nicht, irgendwie haben die ja auch nicht so richtig drüber nachgedacht. Man fädelt ja jetzt oben dadurch das Loch den Faden. Ja, aber was da drin ist, ja, muss man sich zurechtschneiden, aber das ist ja dann auch zu ja, komisch irgendwie. Also derjenige muss auf jeden Fall erst den Tag aufmachen und dann kriegt er den Inhalt raus. Also ich werde da noch ein Stück weißen Cardstock reinmachen. Jetzt seht ihr erstmal, wie ich hier meine Schoki verpacke. Wie gesagt, ich muss ja ein bisschen zirkeln mit meinem Papier. Deshalb schneide ich mir jetzt erst den Boden zu, immer mit ca. 1 cm Klebelasche. Ich werde die Maße von diesem Teil unten in die Infobox schreiben, den Deckel dazu, also den ich dann oben drauf klebe, sodass eine Tasche entsteht. Das habe ich dann einfach so Pi mal Daumen dazu geschnitten. Aber ansonsten wird es genauso gemacht wie eigentlich eine Tasche für ein Mini-Album oder so. Also ich mache jetzt auf jeden Fall, da an drei Seiten habe ich mir eins, also ich habe eigentlich rechts und links 1 cm Falzlasche, Klebelasche und unten 1,5. Hier seht ihr nochmal ungefähr, wie breit es ist. Und ja, so ungefähr in der Breite schneide ich jetzt halt das Reststück, was ich da noch habe von dem Cardstock zu, passend eben genau auf die Größe und klebt es dann ruf. Da bleibt dann auch noch ein bisschen was überstehen, was ich dann abschneide. Also jetzt eigentlich einfach nur noch zusammenkleben und dann das Täschchen fertig. So, nun überlegt sie, was sie nun mit den Resten so macht, wie sie das dekoriert und so weiter. Aber als erstes werde ich mir den ausgestanzten Aufleger da aus diesem Action-Stanz-Folder da, den hier ausstanzen mit verschiedenen Rechtecken. Da sind sie. Also alle Reste, die ich so hatte, habe ich mir irgendwie ausgestanzt. Ihr könnt die natürlich einfach zuschneiden. Ja, also dieser Folder. Dann, ja, die Reste und der Rest, den seht ihr jetzt gleich, was ich damit so treibe. We'll be right back.
Ihr seht ja doch relativ häufig so Schnitte. Das ist eigentlich nur, wenn ich mal zwischendurch aufräume, weil in Sekunden habe ich mich ja zugemüllt oder halt doppelsetiert vorm Tipp aufbringe oder so eine Sachen. Also ansonsten habe ich eigentlich nur Strauß geschnitten. Ja, dieses kleine Quadrat da mit der Streifte, das klebe ich jetzt gleich außerhalb des Bildes leider, sorry dafür, auf die Kiste auf. Und ebenfalls auf die Kiste kommt jetzt dieser kleine Tag, den verseh ich hinten mit Foamtape und klebe ihn über dieses Rechteck. Also ich habe ja versucht, das ist ja so ein Set und da versuche ich eben immer alle Motive und Elemente irgendwie auf allen Verpackungen und Karten wieder auftauchen zu lassen. Ja, irgendwie fehlen natürlich auf der Karte noch diese gestreifte Papier und deshalb friemel ich da jetzt unten einfach an den Schriftzug mit dem Aufleger noch ein paar Fähnchen ran, ne? Damit ich auch ja überall alles hab. Und außerdem hatte ich gerade außerhalb des Bildes wieder auf die Schachtel noch die Schneeflocke geklebt, die große, und auf den Tag oben drauf dieses für dich. Da habe ich ja in der Schachtel habe ich ja sehr wenig von dem grünen Cardstock. Da habe ich ja den Schriftzug dann damit unterlegt. Ja, also habe ich immer versucht. Und jetzt versuche ich eben auch hier, ist mir dann noch so eingefallen, dass ich ja noch Faden auch überall hatte, den eben auch noch in die Karte einzubauen. Also wie gesagt, das ist halt, aber das finde ich, macht nachher so ein Set aus und macht das auch passend und schön und harmonisch, wenn eben alles irgendwie an den Teilen dann nochmal auftaucht. Ihr Hübschen, da bin ich fertig. Ihr habt gesehen, also mir hat es wieder echt voll Spaß gemacht und ihr habt auch gesehen, also ich hätte es ja nicht gedacht, ich habe ja ewig, ich schieb das so immer vor mir her, bis ich das packe, diese Z. Dann habe ich das und dann denke ich so, oh nee, das wird alles nüscht und dann nachher kommt so was Schönes raus. Also ich bin total happy und ihr habt gesehen, ich habe massenhaft Zeug verwendet, was ich eben noch nicht verwendet habe. Das sind alles Stempelsets von SU, die ich verwendet habe. Und ich zeige die gleich nochmal im Einzelnen, aber zuerst nochmal das Set. Also das ist das, was ich übrig hatte. Am Anfang habe ich euch unterschlagen, dass da auch Glitzersteine in dem Paket drin war. Natürlich habe ich diesmal nicht die Tüte verbraucht, aber ich dachte mir schon, na, da kann man dann eigentlich diesen Tag habe ich jetzt nur als Rest ja sozusagen gemacht. Vielleicht als auch so verschenken, ne? Sag ich mal, ein paar Glitzis noch hoch fertig. Und ja, hier ist eben die Weihnachtskarte. Da habe ich auch noch ein bisschen diese Zweige, die habe ich ja gerade für mich entdeckt. Wie gesagt, hier Dings, diese Z-Teig auch selten verwendet. Im Hintergrund immer diese Stanze von Action. Ich weiß, die habt ihr nicht, aber ihr könnt ja einen Prägefolder nehmen, ganz normalen. Das bisschen, das Manko meiner Schachtel ist, dass sie ein klein wenig zu. Also, ich hätte ein bisschen höher gehen sollen, habe ich euch schon beim Basteln gesagt. Ich schreibe euch trotzdem meine Maße in die Infobox, denn eigentlich klappt das nur deswegen auf, weil, werdet ihr gleich sehen. Also hier habe ich nochmal diesen Tag, hier kann man dann auch noch was drin schreiben, dachte ich. Und
Ja, ansonsten ist es eben, wie gesagt, die Verpackung für die Kerze. Und warum nicht so aufklafft, ist eigentlich, weil dieses Kärtchen hier drin ist und diese 3D-Dinger. Ansonsten, naja, wobei, jetzt würde wahrscheinlich auch so aufklaffen. Ja, aber es ist eigentlich nicht die Kerze. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müsste ich die Pappe ein bisschen breiter machen, aber eigentlich also ich finde, die sieht schön aus. Basta. Muss man auch mal jetzt so stehen lassen. Ja, also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ihr könnt euch ja auch, also ich habe schon überlegt, ich habe ja so viele Sachen, die ich nicht verwende. Auch dies Jahr wieder Weihnachtssachen, die ich nicht verwende, obwohl ich mir auch noch neue bestellt habe bei Stampin' Up. Aber diese Bestellung geht überhaupt nicht los. Könnt ihr mir ja auch mal schreiben, ob ihr im Ausverkauf bestellt habt. Da habe ich bestellt, aber nichts kommt. Und ja, also ich zeige euch jetzt nochmal alle Sets, die ich verwendet habe. Also ausschließlich angefangen hat ja die Sache damit. Ich wollte unbedingt mal diese Set verwenden und vor allen Dingen die Tags daraus. Die habe ich ja noch nie verwendet, obwohl ich das Set schon länger habe. Das ist ja noch aus dem diesjährigen Katalog, glaube ich. Und ja, das habe ich nun hier mit gemacht, immerhin. Wobei die Schriften ich kaum verwendet habe. Eigentlich möchte ich auch noch mal was mit dem Handschuh machen. Aber immerhin, die Stanzen habe ich verwendet. Wie gesagt, das ist diese Stanze und die innen drinne liegt. Und diese Fähnchen hier. Dann für mich auch entdeckt, hier für dich. Ich habe kaum für dichs, die so klein sind. Aus diesem Set. Das ist ein altes Set. Dann das Set habe ich auch, finde ich so schade. Ich habe das schon, das ist schon aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Da habe ich, wie gesagt, immer nur die Kleinteile verwendet, wie ihr seht. Und heute auch aber mal den Spruch. Also das ist aus diesem Set. Und total verliebt und aber auch selten benutzt. Das Set habe ich auch so wie noch nie benutzt. Aber ich habe mich gerade total in diesen Zweig verliebt. Ihr bestimmt auch. Der ist doch toll, oder? Aber so ist es, ne? Da habe ich 1000 Sets und aus jedem nur eine Kleinigkeit. Na, und das Set, aber das habe ich sowieso schon häufig verwendet. Hier auch eines meiner Lieblingssprüche. Und da habe ich ja jetzt hier das mit den Kerzen, glaube ich. Genau, eine schöne Weihnachtszeit mit Kerzenlicht und Heiterkeit. Insofern passt es ja super zu der Kerzenverpackung. Und ja, also das Video ist wieder lang geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, ihr könnt mir ja mal in den Infobox schreiben, ob ihr Wünsche habt zu bestimmten Sets, die ihr habt von Stampin' Up, die ich vielleicht, werden wir ja sehen, dann auch habe. Dann kann ich ja mir auch mal so ein Paket selber packen. Oder ihr könnt euch selber so ein Paket packen. Ich fand es dann, also es hat eine Weile gedauert, ne? Bis ich mich dazu durchgerungen habe, aber dann hatte ich das Set und ich glaube, man wird kreativer, wenn man nur so eine kleine Range hat, als wenn man dann tausend andere Sachen noch hat. Also, dass man sich was zusammenstellt und dann losbastelt. Und wenn er das, wie gesagt, nicht für euch selber macht, dann vielleicht jemand anderes für euch. Kann ja auch jemand sein, der nicht bastelt, ja. Der kann ja eine Freundin oder euer Mann oder Partner sein, der halt euch was raussucht und daraus müsst ihr dann was machen, ja. Das ist halt, eigentlich ist das cool. Oder da gibt es auch diese Würfel-Challenges, die wollte ich ja auch mal aufgreifen. Vielleicht mache ich das auch mal, dann könnt ihr alle mitmachen. Okay, jetzt habe ich genug gesabbelt. Ja, mir gefällt das total schön. Ich habe noch ja keinen, dem ich das schenke, aber ich glaube, ich habe schon jemanden im Auge, sag ich mal. Ich habe nämlich schon von euch Post bekommen. Also überwiegend zum Sketch. Ich bin jetzt echt versucht zu sagen, ich muss eigentlich das Sketch-Video vor den Weihnachtskarten-Video machen. Weil da war natürlich schon ein bisschen Weihnachtspost bei und ja, ich glaube, da kriegt jemand das hier von mir. Okay, gut. Dann, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr neu bei mir seid, abonniert gerne meinen Kanal, schenkt mir einen Daumen nach oben und ganz wichtig, kommentiert bitte fleißig. Das hilft mir weiter. Ich versuche auch immer mal zu antworten, je nach Zeitbedarf. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss! So, ich hoffe, ihr seid noch dran. Ihr seht hier, was sie gebastelt hat. Ein Milchkarton, eine Verpackung und also ein Milchkarton für die Kerze, die Verpackung für die Schoki, so wie ich eigentlich. Dann eine ganz tolle Idee, der Tag mit einem Pflegestift integriert. Muss ich unbedingt mal fragen, wie sie das gemacht hat. Hier nochmal alle zusammen und wie ihr seht, wieder ganz anders, weil sie natürlich auch diese andere Seite vom Designpapier genommen hat und weniger weiß als ich. Sehr erstaunlich. Aber ich finde es wirklich, ich finde diesmal wirklich beide toll. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sage ich Tschüss, bis bald.